Hallo liebe FC Bayern-Fans, hallo liebe BVB-Fans, richtig. Heute habe ich eine FC Bayern München gegen BVB-Challenge für euch. Und zwar, heute müsst ihr erraten, welcher Spieler beider Teams größer ist. Der FC Bayern-Spieler oder der Spieler vom BVB. Wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. Ach ja, liebe Fußballfreunde, ich danke für ein Like, ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Dann viel Spaß mit dem Fußballquiz. Dann kommen wir auch gleich zu den ersten Spielern. Oh, Kingsley Coman gegen den neuen vom BVB, Madsen. Welcher Spieler ist größer, Coman oder Madsen? Was glaubst du? Richtig, Coman ist größer, liebe Fußballfreunde. Dann zu den nächsten Spielern. Wen haben wir jetzt? Konrad Leimer gegen Ben Sebaini. Welcher dieser Spieler ist größer, der von Bayern oder von Dortmund? Und richtig, Ben Sebaini ist größer als Leimer. Sehr gut. So, die nächsten Spieler. Jetzt haben wir auch Matthijs Tel oder Malen. Welcher Fußballer ist größer? Tel oder Malen? Was glaubt ihr? Oh, sehr gut. Matthijs Tel ist größer als Malen. Weiter geht's, liebe Fußballfreunde. Jetzt haben wir Pavlovic oder Sabitzer. Welcher Mittelfeldspieler ist größer? Von Bayern oder von Dortmund? Richtig, Pavlovic ist größer als Sabitzer. Okay, weiter geht's zu den nächsten Spielern. Jetzt haben wir Mazraoui oder Haller. Der frisch gebackene Afrikameister oder Mazraoui? Welcher Spieler ist größer? Richtig, Haller ist größer. Weiter geht's zu den nächsten Bayern- und BVB-Spielern. Jetzt haben wir Dier oder Enmetscher. Welcher dieser Spieler ist größer? Was glaubst du? Bayern oder BVB? Richtig, Dier ist größer, liebe Fußballfreunde. Dann zu den nächsten Spielern. Jetzt haben wir Goretzka oder Mats Hummels. Wer ist größer? Leon Goretzka oder Mats Hummels vom BVB? Und richtig, Hummels ist größer. Weiter geht's, liebe Fußball-Quiz-Freunde. Jetzt haben wir Manuel Neuer oder Gregor Kobel. Torwart gegen Torwart. Neuer oder Kobel, wer ist größer? Richtig, Gregor Kobel ist größer als Manuel Neuer. Weiter geht's. Ja, liebe Fußballfreunde, wenn es euch Spaß macht, dann danke ich schon mal für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. So, Delicht oder Özcan, wer ist größer? Richtig, Delicht vom FC Bayern ist größer. So, zu den nächsten Spielern. Serge Gnabry oder Julian Brandt. Wer von beiden ist größer? Gnabry oder Brandt? Richtig, Julian Brandt ist größer als Serge Gnabry. Weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Joshua Kimmich oder Emre Can. Welcher dieser Mittelfeldspieler ist größer? Kimmich oder Can? Richtig, sehr gut. Emre Can ist größer. Zu den nächsten Fußballern. Leroy Sané oder Sancho. Wer von beiden ist größer? Was glaubst du? Und? Oh, okay. Leroy Sané ist größer als Jadon Sancho. Sehr gut. Zu den nächsten Spielern. Guerrero, der Ex-BVB oder Ryerson. Welcher von beiden Spielern ist größer? Richtig, Ryerson vom BVB ist größer. Weiter geht's, liebe Fußballfreunde. Jetzt haben wir Alphonso Davies oder Gittens. Welcher dieser Fußballer ist größer? Bayern oder BVB? Richtig, Alphonso Davies ist größer als Gittens vom BVB. Weiter geht's. Jetzt haben wir Upamecano oder Niklas Süle. Was glaubt ihr, wer ist größer? Upamecano oder Süle? Richtig, Niklas Süle vom BVB ist größer.
zu den nächsten Spielern. Jetzt haben wir Choupo-Moting oder Moukoko. Wer ist größer? Und? Richtig, Moutang ist größer als Moukoko. Weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Kim oder Schlotterbeck? Welcher Innenverteidiger ist größer? Was glaubst du? Kim von Bayern oder Schlotterbeck von Dortmund? Richtig, Schlotterbeck ist größer als Kim. Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir Jamal Musiala oder Karim Adeyemi vom BVB. Wer ist größer? Was glaubst du? Richtig, Jamal Musiala ist größer als Adeyemi. Weiter geht's, liebe Fußballfreunde. Ja, Harry Kane oder Niklas Füllkrug, die zwei Superstürmer. Kane oder Füllkrug, wer ist größer? Richtig, Niklas Füllkrug ist größer als Harry Kane. 1 Zentimeter, aber immerhin. So, jetzt haben wir Thomas Müller, das Urgestein von Bayern, oder Marco Reus, die BVB-Legende. Müller oder Reus, welcher Spieler ist größer? Richtig, sehr gut, Thomas Müller ist größer. Ja, liebe Fußball-Quiz-Freunde, hat euch die Bayern-Dortmund-Challenge Spaß gemacht? Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke für ein Abo und ich danke für ein Like. Für Werners Fußball-Ecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.